Wie weit habt ihr jetzt gelegt? Wie weit seid ihr? Wir sind direkt da. Ich hab nicht gesagt, auch nicht, ob jetzt hier direkt in dem Gebäude noch einer war. Irgendeiner muss da gewesen sein, der die Gasflaschen ausgefahren hat. Dann, ja, so geben wir mal. Ja, was haben wir noch? Dienstag, 17 Uhr. Daniel Esser, Pressesprecher von der Feuerwehr Kerpen. Wir sind hier in einem Industriegebiet in der Ortslage Kerpen-Horrem. Gegen 17 Uhr wurde die Feuerwehr Kerpen alarmiert mit der Einsatzmeldung Lagerhallenbrand. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine Lagerhalle, welche mit Paletten befüllt war, in ca. 20 x 20 Meter im Vollbrand. Dazu noch ein daneben stehender Bürocontainer. Innenliegende Gasflaschen wurden durch Arbeiter der Firma vor unserem Eintreffen glücklicherweise bereits aus dem Gebäude transportiert. Durch die Feuerwehr wurde ein umfangreicher Löschangriff mit Wasser vorgenommen, sodass das eine weitere Ausbreitung des Brandes auf umliegende Gebäude sowie auf die weitere Lagerhalle verhindert werden konnte.
Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Derzeit ist das Feuer in Gewalt und es laufen die Nachlöscharbeiten. Aufgrund der Wasserversorgung bzw. des massiven Wasserbedarfs wurden mehrere Tanklöschfahrzeuge von der Feuerwehr Kerpen sowie von umliegenden Kommunen von Frechen und Bergheim alarmiert, sowie zusätzliche Sonderfahrzeuge mit Schlauchmaterial, wo jetzt quasi von dem Bahnhof circa 1 Kilometer mehrere Schlauchleitungen gelegen.